Ja, Leute, herzlich willkommen auf dem Channel der Fischakademie. Mein Name ist Naim Sky und ich mache hier bei der Fischakademie meinen Führerschein innerhalb von 7 Tagen. Das Problem ist, ich saß noch nie zuvor im Auto. Also ich saß schon im Auto, aber halt nicht am Steuer. Wie gefühlvoll. Wahnsinn. Motorspedal. Nicht anhalten. Kupplung treten, anhalten. Dankeschön. Also so zärtlich hat noch keiner gebremst. Rechts vor links, nicht links vor rechts. Ah, fast butterweich. Bei dem Weg zu meinem Führerschein könnt ihr mich begleiten. Ja, ich würde sagen, schnappen wir auch gar nicht mehr groß rum und legen direkt los mit dem Video. Deswegen viel Spaß bei dem Video. Wir machen jetzt eins, wir machen erstmal nur Anfahrübungen. Anfahren, anhalten, anfahren, anhalten. Das machst du gar nicht. Bevor wir loslegen, kurz meine Schuhe noch festbinden und irgendwie so gefühlvoll locken. Dann mach die gefühlvoll fest, ey. Und den ganzen Fuß anheben. Den ganzen. Wie gefühlvoll. Ups. Wahnsinn. Passiert das öfters? Kaum. Na klar passiert das. Deswegen gibt es ja Fahrschüler. Lass einfach kommen. Komplett einmal raus, die Kupplung. Komplett einmal raus. Jetzt Kupplung durchtreten. Und dann auf die Bremse. Ganz sachte bitte. Wie gefühlvoll. Wieder anhalten. Mach's jetzt selbstständig. Nein. Kupplung. Ja, und wie gesagt, wichtig ist immer eine Viertelstunde nach unten gucken, dass du weißt, wo das Pedal ist. Oben, das mache ich alles. Wo ist das Pedal? Oh, mei, entschuldigen Sie, durch den Auto. Kupplung durchtreten und bremsen. Und bremsen. Du hast es halt im Blut, ne? Und so mal nachgedacht, eventuell Fahrrad fahren oder so nicht. Gut, okay. Alles klar, gut. Jetzt können wir raus auf die Straße fahren. Jetzt direkt schon? Ja, ja. Jetzt ernsthaft? Ha? Das traust du mir schon zu. Ja, ja. So, dann siehst du da vorne vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts. Und du siehst Vorfahrt gewähren, ne? Die Vorfahrtstraße geht hier so rum. Das heißt, wir müssen den Vorfahrt gewähren. Vorgeschriebene Fahrtrichtung sagt uns, wir müssen rechts blinken. Jetzt in dem Fall. Blinken wir rechts. Jetzt einfach probieren. Einfach. Und jetzt fahren wir einfach auf die Straße. Entspann dich, ich bin dabei, brauchst keine Angst haben. Okay. Dein erster privater Bodyguard. Okay? Kupplung treten. Und dann schön an der Haltlinie. Nein, noch ein Stück. Machen erst den Gang rein. Kupplung treten, sonst geht er nicht rein. Kupplung treten. So. Brauch ein Stück vor. Gas weg. Wir wollen jetzt links zur Aral-Tankstelle fahren. Blinker links. Links. Kupplung bremsen. Kupplung bremsen. Bremsen, bremsen. Du hältst sie noch am Lenkrad. Füße weg. Immer Füße weg. Hände weg. Du hältst sie am Lenkrad fest. Zum Anhalten, nein. Immer die Kupplung durchdrehen. Sonst passiert das, was jetzt eben gerade passiert ist. Da geht dir aus. Ganz vorsichtig, das jetzt ganz vorsichtig. So, jetzt hier, das ist so eine gefährliche Stelle, Kupplung reintreten, voll drinne lassen und bremsen. Mehr bremsen, nicht anhalten, nur bremsen, bleib auf der Bremse. Bisschen mehr auf der Bremse. Gut, nicht anhalten. Soll ich jetzt mal? Geh weg. Nicht anhalten, nein, bist du wahnsinnig. Ja, was hätte ich jetzt weitermachen müssen? Aufs Gas lösen? Nein, wieder die Bremse ein bisschen lösen. Dass er weiter rollt, weißt du? Okay. Die hinten wussten nicht, was los ist. Richtig links rüber. Kupplung treten, so anhalten. Kupplung treten, anhalten. Du musst auf den beachten, rechts vor links. Ja. Ersten Gang. Handbremse anziehen. Du musst den gucken, ob da einer kommt und ob da einer kommt. Guck da mal richtig hin, ob da einer kommt. Du musst dir sicher sein, wenn keiner kommt, fahren. Ich sehe das Auto. Taste dich rein. Spiel mit der Kupplung, wie beim Fahren um der Ecke rückwärts rechts. Nicht fliegen lassen, die Kupplung. Und dann fährst du, komm. Ruhig. Rechts vor links. Nicht so doll immer. Du brauchst doch nicht anhalten, wenn nichts kommt. Ersten Gang. Ich komm doch gerade. Rechts vor links, nicht links vor rechts. Ersten Gang. Lass die Hände am Lenkrad. Wenn frei ist, fährst du. Nicht so viel Gas.
Das meine ich, ich kann gar nicht einschätzen, ob ich gerade auf dem Gas bin oder nicht. Das kriegst du doch mit. Kann ich schon ein Stück. Mehr hast du nicht rein. Du kannst nur so fahren, wie du siehst. Und wenn du nicht siehst, dann kannst du nicht fahren. Oh, jetzt lässt du ganz gemütlich kommen. Und fahr, und fahr, und fahr. Gegenlenken, gegenlenken. Und Gas geben und hochschalten. Ruhig und geradeaus weiter. Wir biegen die nächste scharf rechts ab. Blinker rechts. Gas weg, Gas weg. Bremsen ein bisschen. Schulterblick und hier rein, hier rein. Und dann siehst du hier wieder Einbahnstraße, Einbahnstraße. Hast du gesehen? Ja. So, aber hier endet die Einbahnstraße schon hier. Verkehrszeichen, Achtung, Gegenverkehr. Ja. Das heißt, hier bist du wieder in einer normalen Straße. Ja. Wenn der Prüfer hier zu dir sagt, links abbiegen, musst du rechts bleiben. Okay. Da darfst du dich nicht links einordnen, ne? Ist ja keine Einbahnstraße. Wir biegen vorne links ab. Seitenabstände beachten. Kupplung treten, bremsen. Wie ich es dir vorhin sagte, rechts vor links kreuzen, wo du links abbiegst. Ersten Gang. Ersten Gang. Ersten Gang. Ersten Gang. Ersten Gang. Bisschen schwer gerade. Na, warum machst du nicht den ersten? Hättest du mal den ersten gemacht, ne? Na komm, Kupplung treten, Motor wieder an. An rechts vor links kreuzen, wo du links abbiegst, machst du mal den ersten Gang rein. Okay? Okay. Zweiten Gang. Bin ich im Zeit? Nein, bist du nicht. Jetzt musst du gucken, wenn in einem Kreis drin ist, geh weiter einlenken nach rechts und steh. Jetzt brauchst du den ersten Gang. Handbremse anziehen, ersten Gang. Und wenn frei ist, fährst du. Komm, fahr. Handbremse anziehen. Warum lässt du die Kupplung los? Handbremse anziehen. Die Kupplung erst loslassen, wenn du losfahren willst. Ne? Ja. Jetzt guckst du schön. Wenn frei ist, fährst du. So, dann siehst du hier das Stoppschild, ne? Ja. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Haltlinie oder keine Haltlinie, sprich Sichtlinie. In dem Fall Haltlinie. Du konzentrierst dich jetzt erstmal nur auf die Haltlinie. Kupplung durchtreten und genau da anhalten. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und steh. Handbremse anziehen. Und jetzt guckst du erst noch im Verkehr. Hast du gehört, du merkst immer beim Stoppschild, ja? Halt- oder Sichtlinie. Die Sichtlinie ist die Linie, da ist gar keine da. Da fahre ich vor bis zu einer Linie, wo ich was sehe. Das ist die sogenannte Sichtlinie. Erst anhalten, Handbremse anziehen und dann am Verkehr gucken. Also immer erst sich aufs Halten konzentrieren. Okay, komm, fahr. Wenn frei ist, fährst du. Schaffst du. Schaffst du, schaffst du. So natürlich nicht. Jetzt ein bisschen bremsen. Bisschen nachlassen. Bremsen, nachlassen, bremsen, nachlassen, bremsen, nachlassen, bremsen, nachlassen. Ah, fast butterweich. Das Gas stehen lassen. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Ach, der Blinker. Verrückt. Ich habe für dich noch einen Gang eingebaut, ne? Vorfahrtsstraße. Also Gas raus, bremsen ein bisschen. Deutlich gucken. Gut, reicht. Weiter geht's. Der Prüfer kann nur das bewerten, was er sieht. Also ja. Arbeite dafür, mach was. Ne? Gleich auf die nächste Situation einstellen, was kommt auf dich zu. Nicht zu dicht aufs Hindernis auffahren. Und immer geradeaus weiter. Und hier fährst du immer geradeaus. So, fahr vor. Und jetzt ist eh grün, Schnecke. Schulter und Rücken. Hier noch schön, schön, pass auf, der Oma wird auch noch kommen. Das hast du geil gemacht, du alter kleiner Süßer. So, wir möchten bitte die Gefahrenbremse machen da hinten. Du weißt Bescheid? Ein bisschen über 30 auf mein Kommando, ne? Na, geh mal auf 30, geh mal ein bisschen über 30. Ein bisschen über 30 musst du gehen. Brems! Danke, fahren Sie weiter. Sehr gut. Links B.
bitte. Rückkupplung treten. Nee, bleib weiter hier. Nein, dass du hier richtig gut einsehen kannst. Sonst kommst du in die Gegenspur. Verstehst du, was ich meine? Den musst du ja beachten. Fahr um die Kurve rum, guck rein, Schulterblick und rum. Fahr rum. Es kommt ja keiner von rechts. Und ganz in Ruhe. So, mach, mach, mach. Und Gas geben wir noch schön, ne? Ich hab bestanden, endlich. Yes. Okay, Freunde, das war's jetzt gewesen mit den 7 Tagen. Ich habe tatsächlich bestanden, obwohl so viele in den Kommentaren geschrieben haben, dass ich höchstwahrscheinlich nicht bestehen werde, aber ich habe doch bestanden. Natürlich auch dank der Fischakademie. Und ja, Freunde, die Fischakademie verlost noch so 10 Autogrammkarten von mir. Die könnt ihr auf dem Instagram-Kanal von der Fischakademie gewinnen. Dazu einfach dem Instagram-Kanal von der Fischakademie folgen und einen Kommentar schreiben und dann könnt ihr eine so eine Autogrammkarte von mir gewinnen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Freunde, denkt dran, gebt dem Video Daumen nach oben, abonniert den Channel der Fischakademie. Okay, Freunde, das war's dann gewesen mit dem Video. Peace.